In diesem Video möchten wir Ihnen den Legendenbereich der Feldstückskarte im Portal Ibalis vorstellen. Der Legendenbereich befindet sich im rechten oberen Bereich der Feldstückskarte. Er ist in drei Register unterteilt: Voreinstellungen, Legende und Feldstücke des Betriebs. Unter Legende sehen Sie alle Ebenen, die in der Feldstückskarte angezeigt werden. Die einzelnen Themen werden in der Feldstückskarte über Ebenen dargestellt. Sind mehrere Ebenen in der Legende vorhanden, liegen diese in Schichten in der Feldstückskarte übereinander. Neue Ebenen können Sie über die Ebenenauswahl hinzufügen. Geben Sie hier bitte den Namen der Ebene ein oder suchen Sie die Ebene aus der Liste aus. Mit Speichern wird die Ebene zur Karte hinzugefügt. Über das Tonnensymbol in der Ebenenauswahl können Sie Ebenen aus der Anzeige wieder entfernen. Sie können einzelne Ebenen in der Legende auch an die von Ihnen gewünschte Position verschieben und so die Feldstückskarte nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen. Mit dem Augensymbol können alle Ebenen auf einmal ein- oder ausgeblendet werden. Über die Checkbox können Sie die Sichtbarkeit der Ebenen einzeln an- oder ausschalten. Nicht alle Ebenen sind in allen Zoomstufen zu sehen. Wird der Ebenenname grau angezeigt, dann wird die Ebene in dieser Zoomstufe nicht dargestellt. Über die Schaltfläche Weitere Optionen können Sie die Datentabelle aufrufen oder die Ebene nach eigenen Vorgaben konfigurieren. In der Datentabelle finden Sie alle Datensätze der Ebene. Die Geometrien lassen sich im Geo-Package-Format exportieren. Sie können die Tabelle auch als Liste exportieren und dann später in einem Tabellenkalkulationsprogramm öffnen. Die Spalten der Datentabelle lassen sich in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren. Bei einigen Ebenen ist es möglich, Daten über die Datentabelle zu filtern. Feldstücke können Sie zum Beispiel nach auffälligen Feldstücken oder Feldstücken mit dem Status Dauergrünland filtern. Wenn Sie auf einen Datensatz in der Datentabelle klicken, so wird das entsprechende Objekt in der Feldstückskarte selektiert und die Karte auf den Eintrag zentriert und gezoomt. Standardmäßig schließt sich die Datentabelle, wenn ein Objekt selektiert wurde. Die Datentabelle bleibt hingegen offen, wenn Sie den Haken bei Datentabelle nach Auswahl offen lassen setzen. Möchten Sie Strichstärke, Füllung oder Farbe einer Ebene ändern oder die Objekte einer Ebene beschriften lassen, so können Sie das auf diese Weise konfigurieren. Diese selbst getroffenen Einstellungen können Sie nun unter Voreinstellungen speichern, damit sind sie jederzeit wiederherstellbar. Im Register Voreinstellungen finden Sie neben selbst definierten Legendeneinstellungen auch bereits vordefinierte Einstellungen. Diese sind für bestimmte Aufgaben in der Feldstückskarte eingerichtet und erleichtern durch die passende Legendenzusammensetzung die Aufgabenbearbeitung in der Feldstückskarte. Für die AUKM-Antragstellung sind zum Beispiel solche Voreinstellungen bereits angelegt. Standardmäßig ist die Voreinstellung Standard eingestellt. Mit dieser Einstellung sind die wichtigsten Ebenen in der Legende vorhanden. Unter Feldstücke des Betriebs oder der kleinen Feldstücksliste sind alle Ihre Feldstücke mit Nummer, Name und Fläche aufgelistet. Die Liste kann auf- und absteigend nach den drei Attributen sortiert werden. Klicken Sie auf einen Feldstücksnamen, so wird das Feldstück in der Karte ausgewählt und die Karte auf das Feldstück zentriert und gezoomt. Um ein Objekt einer Ebene in der Karte zu selektieren, muss zunächst die Ebene aktiviert sein. Das erkennen Sie an dem grünen Balken. Nun können Sie auf ein Objekt aus der Ebene klicken, um es auszuwählen. Für ausgewählte Objekte öffnet sich das Layer-Info-Fenster mit weiteren Informationen. Hier finden Sie neben allgemeinen Informationen zum Objekt noch weitere Detailinfos. Sie können auch Daten aus den Vorjahren anzeigen. Dazu können Sie im Betrieb-Jahr-Panel ein anderes Jahr einstellen und auf Betrieb anzeigen gehen. Dann werden auch die Daten in der Feldstückskarte für dieses Jahr angezeigt. Eine Möglichkeit, Daten aus den Vorjahren gemeinsam mit den aktuellen Daten anzuzeigen, sind Ebenen mit Historie zu verwenden. Feldstücke oder Nutzungen besitzen beispielsweise diese Historienoption.
Gehen Sie über die Ebenenauswahl und wählen Sie etwa die Ebene Feldstücke, Historie oder Nutzung Historie aus. Nun können Sie das Jahr einstellen, aus dem die Objekte angezeigt werden sollen. Die Ebenen werden nun parallel zu den Ebenen des aktuellen Jahres angezeigt. Sie können nun einfach sehen, welche Nutzungen Sie in den Vorjahren auf den Feldstücken beantragt haben. Sollten Sie nun noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner am zuständigen Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.